Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit Anfang 2015 bis heute sind knapp 93.000 Geflüchtete in Berlin angekommen. Davon leben ca. 15.000 heute in Gemeinschaftsunterkünften. Und obwohl die Zahl der Neuankömmlinge in den letzten Monaten stagniert bzw. sich auf ein Minimum reduziert, leben immerhin noch ganze 25.000 Menschen in Notunterkünften und davon knapp 8.000 in Turnhallen. Es sind also insgesamt 40.000 Geflüchtete, die in Berlin dringend neuen und angemessenen Wohnraum brauchen. Rechnet man das zusammen, so erkennt man sehr schnell, dass die von Ihnen geplanten 69 Standorte für Container oder modulare Unterkünfte für Geflüchtete, kurz MUFs, mitnichten für all die heute in Berlin lebenden Geflüchteten ausreichen werden, mal ganz zu schweigen von denen, die noch dazukommen werden. Zu Beginn der Debatte im August 2015 hieß es, jetzt muss alles ganz schnell gehen. Und das haben wir aus den richtigen Gründen auch mit unterstützt. Seit Beginn der Diskussion sind allerdings mehr als 10 Monate vergangen und es gibt bis heute keine endgültige Liste mit Standorten für Unterkünfte oder Container. Erst in der letzten Woche wurden wieder 3 Standorte gestrichen und so geht das bereits seit Monaten. Der einzige Grund hierfür ist tatsächlich die Uneinigkeit in der Koalition und das mit teilweise zweifelhaften Motiven. Bis heute ist also kein einziger Spatenstich für einen MUF getätigt und seit August wurde kein einziger neuer Container aufgestellt. Und es ist auch nicht klar, wann das dann endlich erfolgen soll, denn es gibt bis heute keinen konkreten Zeitplan und deshalb fordere ich Sie auf, auch hiermit legen Sie einen solchen bitte endlich vor. Es wurde also nicht nur für Zeit verschwendet, für nichts. Man hätte diese Zeit vor allem deutlich besser nutzen können. Und zwar nicht nur durch effizienteres politisches Handeln, sondern vor allem auch durch die Umsetzung günstigerer, schnellerer und nachhaltigerer Konzepte. Aber der Senat, der verteuert das Ganze sogar noch. Denn es gibt kein Bauprojekt, das sich verzögert und gleichzeitig im Kostenrahmen bleibt. Vor einigen Monaten war noch die Rede von 35.000 Euro pro Platz in einer Gemeinschaftsunterkunft. Inzwischen, gestern im Hauptausschuss wurde es leider wieder einmal vertagt, redet man von 18,95 Millionen für 540 Plätze, das heißt 42.000 Euro pro Platz. Herr Goyni hat vorhin die Rede zum Rechnungshofbericht gehalten und behauptet, jetzt wäre alles im Kostenrahmen, das ist an dieser Stelle widerlegt. Für diesen stolzen Betrag könnte man aber gleichzeitig sehr wohl regulären Wohnungsbau betreiben. Und das wäre nicht nur sowieso im Allgemeinen der bessere Ansatz, sondern würde an dieser Stelle nicht nur Geflüchteten helfen, sondern eine echte Entlastung für den angespannten Wohnungsmarkt in Berlin insgesamt darstellen. Denn wie wir alle wissen, nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium. Das heißt, wenn ich Provisorien schon plane oder aufstelle, dann sollten sie wenigstens fit für die Zukunft sein. Und deshalb setzen wir auch mit unserem Antrag ganz klar auf kleinere, auf dezentrale und vor allem auf gut angebundene Standorte und die dann nach Möglichkeit auch in alternativer Bauweise, sprich der Holzmodulweise. Denn Holzmodule sind tatsächlich in wenigen Wochen bzw. Monaten fertig zu bauen. Sie sind deutlich günstiger in den Kosten, sie können von der lokalen Wirtschaft entwickelt werden und vor allem sind sie wieder abbaubar bzw. können aufgerüstet werden. Nur mal zum Vergleich, ein Container kostet pro Tag ungefähr 10-mal so viel wie ein Holzmuff. Wir müssen das Rad auch nicht neu erfinden. In Rheinland-Pfalz wurden Prototypen entwickelt, die von lokalen Schreinereien nachgebaut werden können. Die kosten sehr wenig Geld und vor allem sorgen Sie dafür, dass die Wertschöpfung im eigenen Bundesland bleibt. Das zusammen mit einer Wiederbelebung des Baulückenmanagements würde es garantieren, dass wir keine Engpässe mehr in der Bauwirtschaft haben, dass wir keine Lieferschwierigkeiten mehr haben und vor allem, dass wir statt der Neubaudebatte hier vor allem auf Aufstockung, Anbau und Erweiterung setzen.
Und zudem hätten wir, und auch das war ja heute schon mehrfach Thema, eine gerechtere Verteilung über die Bezirke und Stadtteile. Uns geht es nicht nur um die Gebäude als solche, uns geht es überhaupt um eine Idee der Stadtentwicklung. Wir sagen deshalb, wir brauchen nicht nur nachhaltige und alternativere Gebäudetypen oder regulären Wohnungsbau für Flüchtlinge, sondern was wir brauchen, ist eine Quartiersentwicklung nach Tübinger Modell. Sollten mit der Baugenehmigung sofort auch die städtebaulichen Wettbewerbe für die Quartiersentwicklung in Auftrag gegeben werden, denn, meine Damen und Herren, die Schaffung von menschenwürdigen Unterkünften, das ist die Basis, das ist der erste Schritt für eine gelungene Integration, und deshalb wünschen wir uns von Ihnen auch die Unterstützung für unseren Ansatz einer Willkommensarchitektur. Vielen Dank.